Kernfusion, die sich selbst aufrechterhält, genau wie auf der Sonne. Das ist hier das Ziel vieler Forschender. Und dieser Prozess ist in der National Ignition Facility mit dem angeblich stärksten Laser der Welt jetzt zum ersten Mal gelungen. Warum das aber eigentlich gar kein großer Durchbruch für die Kernfusion ist, wie laserinduzierte Kernfusionsreaktoren aber funktionieren könnten und wieso 200 Mal mehr Energie gewonnen werden kann, als reingesteckt wird, das klären wir heute. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Geht's. In der Sonne fusionieren in jeder Sekunde 567 Tonnen Wasserstoff zu 563 Tonnen Helium. Das heißt, jede Sekunde wird die Sonne um 4,2 Tonnen leichter. Die Masse, die verschwindet aber nicht einfach, sondern sie wird in Energie umgewandelt. Ein Teil der Energie ist die Sonnenstrahlung, ein anderer Teil sorgt für die benötigte Temperatur, wodurch weitere Kernfusionsprozesse stattfinden können. Ich habe ja schon viele Videos über die Kernfusion gemacht und trotzdem nochmal kurz zur Erinnerung. Bei der Kernfusion werden die Kerne von Atomen, zum Beispiel Wasserstoff, so nah zusammengebracht, dass sie zu einem schwereren Kern verschmelzen. Bei der Fusion von leichten Atomkernen zu schwereren Kernen werden dabei große Mengen an Energie freigesetzt. Und damit wir mit der Fusion Strom generieren können, muss die erzeugte Energie mehr sein, als wir vorher reingesteckt haben. Damit das Ganze funktioniert und die Energie, die freigesetzt wird, weitere Fusionsreaktionen auslöst, muss das sogenannte Lawson-Kriterium erfüllt sein. Das bedeutet, dass eine Kernfusionsreaktion sich erst selbst trägt, also wirklich für die Energiegewinnung nutzbar ist, wenn das Produkt aus Teilchendichte, Temperatur und Energieeinschlusszeit einen bestimmten Wert überschreitet. Also Dichte mal Temperatur mal Einschlusszeit muss größer sein als ein bestimmter Wert, den man für jede Fusionsreaktion ausrechnen kann. Teilchendichte und Temperatur, die sorgen dabei dafür, dass sich die Kerne nah genug kommen und die Energieeinschlusszeit ist die Zeit, in der die Energie den Bereich der Kernfusion verlässt. Wenn also die Dichte niedriger ist, kann man das zum Beispiel durch eine höhere Temperatur ausgleichen, um das Lawson-Kriterium trotzdem zu erfüllen. Und in der Sonne wird die Teilchendichte durch die Gravitationskraft erzeugt und die Einschlusszeit ist auch ziemlich lang, da die Sonne so groß ist, dass die Energie viel Zeit braucht, um sie zu verlassen. Die Temperatur, die durch diese Kernfusion im Inneren der Sonne entsteht, die tut da ihr Übriges. Auf der Erde ist es gar nicht so einfach, Bedingungen wie im Inneren der Sonne herzustellen. Und das ist auch der Grund, warum es mit der Kernfusionsforschung auch nur so langsam vorangeht. Eine Möglichkeit, sehr hohe Temperaturen und einen hohen Druck zu erzeugen, sind Laser. Richtet man genug Laser aus unterschiedlichen Richtungen auf einen Punkt, können so für einen kurzen Moment extrem hohe Drücke und Temperaturen erzeugt werden. An der Stelle viel weniger Druck braucht dagegen die Abo-Funktion. Da würde es sogar ausreichen, wenn du nochmal ganz kurz drauf tippt. Vielleicht macht ihr das mal schnell. Und wenn wir schon beim Thema Tipps sind, ich habe hier mal ganz kurz einen Shortcast-Tipp für euch. Ihr wisst, ich arbeite schon länger mit Blinkist zusammen, habe die auch schon genutzt, bevor ich diese Kooperation hatte. Und gerade bin ich so ein bisschen am Binge-Hören von einem Shortcast, und zwar Erklär mir die Welt. Das ist eine ziemlich nice Geschichte. Erstmal ist es ganz geil, der Typ hat so einen österreichischen Akzent, ich liebe es. Und auf der anderen Seite gibt es immer super unterschiedliche Themen und was er halt macht, also er hat selber einen Podcast und er fasst für Blinkist diesen Podcast zusammen. Und das ist im Endeffekt auch das, was Blinkist macht. Also die fassen aus 5000 Sachbüchern und Podcasts in 27 Kategorien alles immer kurz zusammen in so Blinks und Shortcasts in teilweise nur 15 Minuten oder auch weniger kann man das Ganze durchlesen oder anhören. Außerdem gibt es jetzt auch ein neues Feature namens Blinkist Connect. Damit könnt ihr ein Premium-Abo mit einer Freundin oder einem Freund teilen. Ihr könnt euch dann in der App Titel empfehlen und zu diesen Empfehlungen auch kleine Notizen schreiben. Wenn ihr Bock darauf habt, dann gibt es jetzt ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und einen 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium unter blinkist.de/breakinglab. Also macht das gerne mal, wenn ihr Bock habt. Ich finde persönlich, es lohnt sich wirklich. Zurück zum Thema. Also, die National Ignition Facility, kurz NIF, ist eine Einrichtung in Kalifornien mit dem größten und stärksten Laser der Welt. Das behaupten sie zumindest auf ihrer Webseite. Die NIF wird von der Nationalen Nuklearen Sicherheitsbehörde der USA verwaltet. Der Laser, der schafft Leistungsspitzen von 500 Terawatt. Und nur damit man sich das mal vorstellen kann. Ihr kennt ja die Leistung, die aus einer Steckdose kommt, also sozusagen das, was in dem Moment verbraucht wird. Das ist das Produkt aus Spannung mal Strom. Und wenn man das jetzt mal im Durchschnitt sich anschaut von den USA, dann wäre das so, als würde dieser Laser 1000-mal so viel verbrauchen, als die USA in dem gleichen Moment verbraucht. Wenn man das Ding jetzt die ganze Zeit durchlaufen würde für ein Jahr, hieße das, dass 1000-mal so viel Energie dafür benötigt wird, wie die USA in einem Jahr selber ausgibt. Natürlich funktioniert das nur so, weil der Laser einen ganz, ganz kleinen Moment an ist. Und mit diesem Laser wird jetzt ein Gemisch aus den Wasserstoffisotopen Tritium und Deuterium bestrahlt und zur Kernfusion gebracht. Und die Fusionsreaktion, die könnte dann so für einige Nanosekunden aufrechtgehalten werden. Im Januar 2022 veröffentlichten sie dann ein Paper, in dem sie verkündeten, dass damit das Lawson-Kriterium zum ersten Mal in der Geschichte der Kernfusionsforschung erreicht wurde. Das klingt ja erstmal wirklich vielversprechend. Jetzt ist es aber in der Kernfusion so, dass man unter
unterscheiden muss zwischen gesteuerter und ungesteuerter Kernfusion. Als gesteuerte Kernfusion bezeichnet man einen Vorgang, bei dem die Reaktion für einen relativ langen Zeitraum aufrechterhalten wird. Die Technik, die dafür verwendet wird, heißt Magneteinschlussverfahren. Dabei wird das Material, das fusioniert werden soll, zum Beispiel das Deuterium-Tritium-Gemisch, erhitzt, bis es in einen Plasmazustand übergeht, und das Plasma wird dann in einem komplizierten Magnetfeld so eingeschlossen, dass es seine Energie nicht an die Reaktorwände abgeben kann. Ungesteuerte Wasserstoffkernfusion. Die kennen wir dagegen eigentlich nur von Wasserstoffbomben. Da wird Wasserstoff mit einer kleinen Atombombe kurzzeitig so stark erhitzt und komprimiert, dass es zu Helium fusioniert und die Fusionsenergie auf einen Schlag freisetzt. Im NIF sorgen 192 Hochleistungslaser, die an einem Punkt perfekt zusammentreffen, für ähnlichen Druck und Temperatur, so dass eine Kernfusion für 2 Nanosekunden möglich ist. Der ganze Aufbau ist also eher ein Experiment zur Untersuchung der Prozesse in einer Wasserstoffbombe als jetzt von einem richtigen Fusionsreaktor. Bei der erzeugten Fusionsreaktion wurden insgesamt 1,4 Megajoule Wärmeenergie freigesetzt, was gerade mal 0,36% der Energie entspricht, die von den Lasern verbraucht wurde. Mal ganz davon abgesehen, dass die Herstellung der Probe, die in so einen Diamant eingeschlossen wurde, sicherlich ebenfalls ziemlich viel Energie benötigt hat. Ein solches Verfahren ist also wohl kaum dazu geeignet, Energie zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass mit Kernfusion durch Laser keine Fusionskraftwerke möglich werden. Das Startup Marvel Fusion aus München, das verfolgt tatsächlich einen Ansatz, bei dem sie kleine Proben mit Lasern zur Kernfusion bringen wollen und die dabei frei werdende Wärmeenergie in Strom umwandelt. Diesmal geht es aber nicht um Fusion von Wasserstoff zu Helium, sondern um das Element Bohr. Das soll mit einem einzelnen Wasserstoffatom zu 3 Heliumatomen fusioniert werden. Und die Meinungen gehen dabei so ein bisschen auseinander, ob man das jetzt Kernfusion nennen soll, da dabei ja nicht aus leichteren Kernen ein schwererer Kern entsteht, sondern aus einem schwereren und einem leichten 3 mittelschwer. Ich würde einfach mal sagen, wenn die Methode zur Energieerzeugung funktioniert, dann dürfen die das Ding wirklich nennen, wie sie wollen. Aber jetzt erstmal zu der Technik. Die Laser, die bei dem Verfahren verwendet werden sollen, auf eine winzige Kapsel schießen, die aus so einer Nanostruktur besteht und dadurch eine Oberfläche hat, an der die Laserstrahlen nicht reflektiert werden. Und durch die besondere Struktur kann die Energie des Lasers besonders effizient genutzt werden und im Inneren der Kugel die Kernfusion ausgelöst werden. Ein ziemlich spannender Punkt bei dem ganzen Aufbau ist die Umwandlung der Energie in Strom. Also fast alle Kraftwerke, die wir kennen, also zum Beispiel Kohle, Atom, Gaskraftwerke oder sowas, die erzeugen Wärme, die dann Wasser verdampft. Und der Wasserdampf, der treibt dann eine Turbine an und die erzeugt über einen Generator den Strom. Der Prozess ist natürlich nicht so richtig effizient, weil wir ja ganz viele Zwischenschritte da haben. So können Gaskraftwerke gerade mal so 40-60% der Energie aus dem Gas in Strom umwandeln. Kohlekraftwerke schaffen sogar nur so 30-45%. Und bei der Kernfusion von Bohr und Wasserstoff wird ebenfalls wärmefrei, aber ein Teil der Energie wird auch in Form geladener Teilchen freigesetzt. Und das ist jetzt wirklich ziemlich genial, denn die können ihre positive Ladung einfach an einen elektrischen Leiter abgeben und damit Strom erzeugen, ohne den ineffizienten Zwischenschritt über Wasserdampf und einen Generator. Die Vorhersage, dass diese Art der Kernfusion funktioniert, die basiert bisher auf Simulationen und aktuell gibt es noch keinen Laser, der stark genug wäre, um die Idee auszuprobieren. Aber mit bestehenden Laseranlagen können zumindest schon mal Tests durchgeführt werden, mit denen dann überprüft wird, wie gut die Simulation funktioniert. Das Bundesland Bayern, das investiert jetzt 2,5 Millionen Euro in die Verbesserung einer Laseranlage in München, mit der Marvel Fusion dann weitere Tests machen kann. Diese Anlage, die soll dann Leistungsspitzen von bis zu 3 Petawatt erreichen. Das ist 6-mal so viel wie der Laser der NIF. Nach dem Upgrade wäre es also der stärkste Laser der Welt. Als nächster Schritt soll dann für etwa 1 Milliarde Euro ein Demonstrationsreaktor gebaut werden, mit dem die Fusion experimentell nachgewiesen werden kann. Und erst dann könnte der Bau der Kraftwerke für ca. 4 bis 5 Milliarden Euro beginnen. Laut Marvel Fusion könnte das sogar schon in 10 Jahren der Fall sein. Das Startup, das wird mittlerweile schon von einigen großen Unternehmen aus der Wirtschaft finanziell unterstützt, was jetzt auf jeden Fall dafür sorgt, dass die Umsetzung so ein Stück weiter an die Realität kommt. Und in einem Livestream konnte ich schon mal mit Heike Freund, der CEO von Marvel Fusion, persönlich sprechen. Ich verlinke euch das Gespräch mal unten in der Infobox und in der Endcard. Kommen wir jetzt aber erstmal zum großen Aber von dem Video. Ihr kennt das ja aus den Videos hier. Und ich fange dabei bei der Kernfusion im Allgemeinen an. Also oft wird das Thema ja eingeleitet mit Worten wie unbegrenzte Energie, billig und klimaneutral oder mit nur 10 Gramm Treibstoff kann Deutschland mit Strom versorgt werden. Und so formuliert klingt Kernfusion natürlich nach einer ziemlich guten Idee und ich bin auch selber ein ziemlicher Fan von der Idee. Aber man muss sagen, dabei werden jetzt einige negative Faktoren unter den Teppich gekehrt und ich bin ja immer dafür, dass man offen über alle Punkte spricht. Erstmal ist es noch nicht ganz klar, ob sich das Ganze jemals so richtig rechnen wird, also ob der Preis dann von dem erzeugten Strom wirklich so viel geringer ist,
dass sich das Ganze lohnt. Das Ziel von Marvel Fusion ist, die Kilowattstunde für 10 Cent anzubieten und später dann auf 5 Cent zu senken. Nur mal zum Vergleich, aktuell sind Kohle- und Gaskraftwerke am teuersten mit etwa 10 bis fast 30 Cent pro Kilowattstunde. Am günstigsten ist der Strom aus Solaranlagen mit 3 bis 11 Cent pro Kilowattstunde und der Preis von 5 bis 10 Cent für Strom aus dem Fusionskraftwerk, der wäre also nicht schlecht, aber ist halt auch noch nicht so krass, wie man sich es jetzt vielleicht vorstellt. Trotzdem ist Kernfusion als Energiequelle natürlich ein spannendes Forschungsziel, vor allem, weil die Kernfusion nicht so stark begrenzt ist durch Fläche, wie jetzt beim Solarstrom oder ähnliche Ressourcen wie bei der Kohle und natürlich, weil es klimaneutral und sicher wäre. Der zweite Kritikpunkt, der betrifft jetzt die National Ignition Facility, also die NIF. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch ganz viel zu sagen muss, aber der stärkste Laser, das stimmt einfach nicht. Die haben nicht den stärksten, vielleicht den zweitstärksten. Aber das ist gar nicht der Hauptkritikpunkt, sondern Waffenforschung zu betreiben und die dann als Durchbruch für die zivile Energiegewinnung zu verkaufen, das ist schon ein bisschen krass. Und wo wir jetzt gerade beim Thema sind, wir haben ja immer noch nicht wirklich geklärt, welcher jetzt momentan der stärkste Laser der Welt ist. Aber ich habe ihn gefunden. Und nein, er kommt nicht aus Star Wars. Sondern es ist ein Laser am Institut für Grundlagenforschung in Südkorea. Er hat eine unglaubliche Leistung von 4 Petawatt und dient in erster Linie dazu, in der Grundlagenforschung weiterzukommen. Also um Elementarteilchen, kosmische Hintergrundstrahlung und schwarze Löcher besser zu verstehen. 4 Petawatt, das ist das Achtfache vom Laser der NIF. Also das ist momentan der wirklich stärkste Laser der Welt. Okay, also ich muss trotzdem am Ende nochmal ganz kurz betonen, ich bin ein großer Freund der Kernfusion und wenn sie funktioniert, glaube ich, dass sie unfassbar wertvoll für uns sein kann, weil sie halt einige Probleme lösen wird. Nicht alle, aber viele. Wie seht ihr das Ganze denn? Schreibt es mal in die Kommentare. Also seht ihr das als eine sehr gute Investition in die Zukunft oder sagt ihr, das ist ein Milliardenloch, wo wir immer mehr Geld reinschmeißen? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und hier findet ihr den versprochenen Livestream und hier findet ihr noch was zum Thema Kernfusion. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jakob.